Guten Morgen, liebe Frühsportler. Unter dem Motto One Back Out a Day Keeps the Doctor Away machen wir Frühgymnastik, Rückengymnastik für alle. Ich freue mich, dass ihr aufgestanden seid und bereit seid. Und ich sage immer, bei so einem Wetterumschwung, bei so einem tollen Frühlingswetter, wer dann heute Morgen online ist, der meint es wirklich ernst mit sich. Und das finde ich großartig, dass ihr mitmacht. An alle einen guten Morgen. Auf geht's. So, wir machen wieder alles, was wir für einen gesunden Rücken brauchen. Viel Bewegung, Beweglichkeit in alle Richtungen, Mobilität, Kraftübungen. Das kennst du, wenn du schon dabei warst. Die Schultern einfach rückwärts. Ganz easy. Ja, guten Morgen nach Gerte. Ich habe gehört, Mutter-Kind-Touren. Ja, gibt auch die Kinder. Ne? Nehmt sie mit an den Fernseher. Die können es gut gebrauchen. Die Arme gehen hoch und gehen runter. Und gehen runter. Zweimal mehr. Und einmal mehr. Prima. So, dreh dich nach rechts und links. Ganz easy erst. Kannst die Hände nochmal am Körper halten. Wenn möglich, den Kopf mitdrehen. Die Hüfte, die Schulter. Gut, und dann lass den rechten Arm mal fliegen. Raus und rein. Oh, guten Morgen, Regina. Meine Freundin Regina ist Oasen-Abonnentin geworden. Ja, YouTube. Und sie chattet mit uns ab heute. Zwei Daumen. Freu mich. Wir haben gestern noch geschrieben. Ich sag, wenn du mitmachst, musst du schon schreiben. Christiane, guten Morgen. Gut, dann nimm die Fersen hoch. Schau mal. Einfach ziehen. Genau. Und dann kennst du das. Lass einen Arm lang und einen Arm ziehst du kurz. Streck dich raus mit dem langen Arm. Flex die Hand und zieh dich ein bisschen länger. Ja, die letzte Nacht. Ja, Christoph und ich haben nicht so viel zu lachen heute Morgen. Ihr wisst warum. Aber es ist, wie es ist. Ihr wisst schon warum. So, wir nehmen die Arme raus und gehen wieder mit dem Fuß nach unten. Und dann lassen wir den linken Arm fliegen. Nach außen. Ja? Du kannst den Kopf wieder mitdrehen. Alles, was wir hier heute Morgen machen, kannst du leicht bekommen in den Übungen. Oder schwieriger. So, greif mal beide Hände. Zieh mal rechts hoch. Links tief. Kannst den Fuß nach hinten tappen. Gehst ein bisschen tiefer in die Knie. Gut. Und dann löst die Hände und zieh sie nach hinten. Genau. Vier mehr. Zwei mehr. Und dann nimm die Hände wieder zusammen. Rechts unten. Links oben. Machen wir noch viermal. Drei, zwei. Super. Okay, locker dich. Und dann setz mal den linken Fuß nach hinten und zieh mal den linken Arm weit raus. Raus. Und noch einmal Fersen hoch. Lecker. Und auch einmal, die Variante kennst du schon, im Wechsel. Ja, mehr Bewegungsfreiheit brauchst du nicht heute Morgen. Das ist alles, was du an Breite und Länge brauchst. Du brauchst vielleicht eine Matte für später.
Gut. Lass die Arme wieder raus aus der Bewegung. Komm zurück in das Step. Und dann setz den rechten Fuß nach hinten. Den rechten Arm. Über den Kopf. Ziel. Oberarm ans Ohr. Er neigt dich. Lateral. Prima. Zweimal mehr. Einmal noch. Und dann locker. Schließ die Füße. Noch vier, noch drei. March mit rechts. So, jetzt schau mal. Rechts, rück, links, rück. Rechts, rück, links. Und jetzt schau mal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay? Wir machen zurück. Gut, die Arme erstmal hier unten. Gegenspannung vorne. Unterbauch fest. Dann schau mal. Einmal hier unten. Einmal da oben. Auch hier. Vordere Kette anspannen. Genau. Kinn ein bisschen rein. Du kannst so ein paar Meter vor dir auf den Boden schauen. Daumen nach hinten. Noch acht. Noch vier. Drei. Zwei. Super. Bleib mal stehen. Schwing mal. So, du stellst dir vor, du hast was auf den Händen. Ja? Zwei Schalen, zwei Teller. Genau. So, die letzten acht. Und dann nehmen wir nur den rechten Arm. Okay? Vier, drei. Linke Hand am Körper lassen. Immer wenn der rechte Arm oben ist, nimm den anderen Fuß nach hinten. Siehst du das? Genau. Rück und Platz. Rück und Platz. So, der Trick ist, den Arm wirklich fallen zu lassen. Okay? Noch acht. Schau hinterher. Wenn es geht. Zwei mehr. Gut, wir machen Kniebeuge. Schau mal. Tief und hoch. So, setz dich nach hinten. Das kennst du. Gewicht auf dem ganzen Fuß. Bisschen das Gewicht hinten. Setz dich auf einen Stuhl, wenn du magst. Imaginär. Du kannst die Arme hinter den Kopf nehmen. Oder am Körper ganz nah dich ein bisschen abstützen. So, bleib mal unten. Bleib mal hier. Mach die Augen zu, geh auf die Fußspitze. Halte das und dann schwingen wir wieder. Noch drei. Noch zwei, Augen auf, komm wieder hoch. So, jetzt nehmen wir gleich den linken Arm. Noch acht, sieben, sechs, fünf. Denk an die Schalen in deinen Händen, nur links. Vor, zurück. So, wenn dieser Arm vorne ist, setz den rechten Fuß zurück. Ja? Und hoch. Und hoch. Ja? Schau nach hinten. Denk an die Schale in deinen Händen. Ja? Drei, zwei, eins. Kniebeuge. Acht Stück.
Die Arbeit bei der Kniebeuge ist nicht runter, sondern hoch. Ja? Hoch. Hoch. Acht mehr. Ja, du kannst die Arme wieder schwerer machen. Wie du möchtest. Noch vier. Bleib unten. Komm auf die Fußspitzen. Brust raus. Ja, und dann hack mal. Hack mal. Hast die Augen geschlossen lassen. Geh auf die Fußspitze. Ja? Atme weiter. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Komm hoch. Komm hoch. Rechts. Kick, links, kick. Sehr gut. Ja, du merkst schon, du kannst es ein bisschen steuern für dich. Leichter oder schwerer. So, stell dich ein bisschen breiter hin. Du nimmst den linken Arm rein und raus. Dabei, schau mal, geh die Fingerspitze zum Brustbein und du wirst dabei rund. Ja? Okay? Ganz rund werden und aufrichten. Mach es weiter. Rund und raus. Schau mal. Rund und raus. Rund und raus. So, du kennst das bestimmt. Schau mal rein und raus. Rein und raus. Rein und überstrecken. Ein Kreis unten, ein über den Kopf. Ja, ganz rausdrehen. Rein, raus. Einmal noch. Prima. Komm nach unten. Rechts, links. Klasse. So, beweg dich ein bisschen, locker, Schultern bewegen. Jetzt machen wir das mit dem rechten Arm. Und dann machen wir es gleich im Wechsel. So, stell dich hin, rechts rein, raus. Mach dich rund und streck dich. Ja, rund und streck dich. Rund. Seht ihr das aus der Perspektive? Eindrehen, aufdrehen. Ganz raus. Ja? Und jetzt rein und raus. Rein ist rund und raus. Rein und raus. Es ist die ganze Zeit eine Achterbewegung. Du hast wie einen Teller auf der Hand, der nicht runterfallen darf. Noch vier. Und dann gehen wir wieder in die Bewegung. Noch drei. Ja? Zweimal mehr. Super. Schließ die Füße. Die Bewegung kennst du schon. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wir machen so ähnlich die Bewegung wie gerade und packen da noch was dran. Ja, du kennst das. Hier unten, da oben. Bauchspannung. Ja, Kinn rein, Blick 3 Meter, 4 Meter vor dir auf dem Boden. Acht mehr. Vier mehr. Hinten. Schwingen, nur mit rechts. Vor, zurück. Ist das Bein vorne? Ist der Arm vorne? Tap und hoch. Tap
und hoch. Bleib unten, komm hoch. Ja? Das ist übrigens der Gehirnjogging-Teil heute Morgen. Noch drei. Noch zwei. Bleib mal hinten mit dem Fuß. Ja? Komm nach oben. Bau die Spannung auf in der vorderen Kette. Ja? Beckenboden immer. Unterbauch. Zieh das Bein rein. Drück kräftig. Und weg. Drück wieder. Kräftig an. Du kannst die Augen dabei zumachen. Atme weiter. Streck dich wieder. Zieh wieder ran. Streck dich wieder. Zieh wieder ran. Drücke. Kräftig. Einmal noch. Gut. Lecker. Zum Locker. Komm. Ganz easy. Lass die Arme fliegen. Daumen nach oben. Jawohl. Ein bisschen erholen. Und dann machen wir das mit der anderen Seite. Noch drei. Noch zwei. Marching mit links. Schultern ein bisschen locker. Du kannst zwischendurch trinken, wenn du magst. Ja? Und dann wieder. Links, rück, rechts. Auf geht's. Viel Spannung. Einmal die Ellbogen eng. Ja, Außenrotation hier. Weit. Brust raus. Und hoch. Acht mehr. Noch sechs. Einmal mehr. Schwingen. Links vor. Denk an deinen Teller. Ja? Schau mal. Rechter Fuß. Zurück. Super. Noch acht. Noch sieben. Du kannst hinterher schauen. Oh, da muss man ganz schnell sein. Ja? Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Bleib mit dem Bein hinten. Find dein Gleichgewicht. Ja, du kannst wieder die Augen zumachen. Pressen, drücken. Halten, atmen. Du kannst die rechte Hand auf den Rücken legen, auf den Po, Gegendruck aufbauen und lang. Oder Fußspitze ab. Oder halten. Und wieder. Drei, zwei, eins und hoch. Ja, wenn du drückst, Beckenboden hochziehen, Schließmuskulatur, Unterbauch, Schultern tief und streck dich wieder lang. Mach das noch zweimal. Mach es noch einmal. Lecker. Zum Locken. Ja, schwing oder neig dich. Euch diese acht mit dem Teller versprochen, einmal rechts, einmal links. Ich zeige euch es aus der Rückperspektive. Ja, stell dich hin, mach erstmal das im Wechsel. Schau mal, übergib die Schüssel links, übergib die Schüssel rechts, übergib die Schüssel links. Ja, werd rund und streck dich, werd rund. Und streck dich. Einmal mehr. So, rechts beginnt. Rein, raus, übergeben. Rein, raus, übergeben. Rein, raus.
Klasse. Gut, Lunchzeit. So, wir sind fast fertig mit unserem Bewegungsteil. Und dann gehen wir ein Stück tiefer auf die Knie und dann auf den Boden. Rückenlage, Bauchlage. Ja? Wisst ihr noch? Die Arme seitlich. Letzte Woche, wenn ihr dabei wart. Wichtig ist das rechte Bein. Abdrücken. Abdrücken. Ja? Das ist die schnelle Variante. Ja? Und das gibt es auch langsamer. Ich mache das mit euch langsamer. Schau mal. Runter, rauf. Runter, rauf. Mach es ein paar Mal. Ja? Dreh dich. Drück dich ab. Ja, find mal dein Tempo. Mach's langsamer. Mach's schwerer. Richte dich hier auf. Und dreh dich dabei. Ein. Ja? Hier runter. Und rauf. Langsam oder schnell. Augen zu, Augen auf. Mach noch zwei, drei Stück. Und dann Ende. Becken breit. Ja? Und binde hier. Ja, waren wir schon. Nimm wieder deine Kniebeuge, wie du sie brauchst. So, bleib unten. Komm nach oben auf die Fußspitzen. Und dann nimm die Arme mal seitlich. Ja? Und fang mal an, hier zu hacken. Ja? Und was du vermeiden sollst, ist hier mitwackeln. Also hacken und viel Spannung im Unterbauch, im Beckenbereich. Die Knie sind fixiert. Gut. Komm hier hin. Letzte Runde. Das sieht gut aus. Machst du klasse. Ja. Die letzten acht. Du kannst jetzt schon beginnen, dich zu drehen. Ja, du kannst es langsamer machen. Kommst hoch. Drück dich ab. Ja. Abdrücken. Brust raus, wenn du nach unten gehst. Ja? Mund auf und atmen. Genau. Einmal noch. Und eins zum Abschluss. Und dann locker dich. Ja, wenn du noch nicht getrunken hast, trink ruhig zwischendurch. Wir gehen eine Etage tiefer. Auf die Knie. Vierfüßerstand. Linke Fuß nach hinten. Rechter Arm nach vorne. Balancier dich aus. Ja. Und dann zusammendrücken. Das kennst du. Die Hand, Handballen. Ans Knie, Beckenboden rein, Schultern zurück, Unterbauch rein und strecken. Mach ruhig die Augen zu dabei. Ja? Mach ruhig die Augen zu dabei. Denk dran, wenn du Druck aufbaust, dass du weiter atmest. Egal wann du atmest, Hauptsache du atmest. Besonders bei Druck, die Luft hältst du nicht an. Machen wir es noch ein, zwei Mal. Du findest immer dein eigenes Tempo. Ja? Jetzt bleib mal in der Spannung. Bleib mal in der Spannung. Schultern zurück, beide Schultern. Gewicht auf linke Hand. Rechten Fuß, rechten Knie. Kräftig drücken. Super. Und dann komm hoch auf die Knie. Klasse. So, Hände ins Kreuzbein. Hüfte nach vorne, Schultern zurück,
Leg dich ein bisschen nach hinten. Ja? Kannst die Arme verändern. Den Hebel verändern. Ja? Bis es zittert vorne. Kannst den Hebel verändern. Ja? Gut. Und dann komm runter. Beweg dich durch. Auch das kennst du schon. Finde dein Tempo und finde deine Pausen. Ja? Vierfüßerstand. Nein, rechtes Bein. Ich überlege gerade. Rechtes Bein lang, linker Arm lang, Schultern zurück. Und dann beginn wieder. Drücken und strecken. Immer ausatmen beim Drücken oder weiteratmen. Und lang. Mach ruhig wieder die Augen zu dabei. Ja? Wenn ich euch ein bisschen laut bin zu Hause, mach die Musik ruhig ein bisschen leiser. Ja? Genau. Kräftig drücken und strecken. So, einmal noch. Kräftig drücken. Kräftig drücken. Halten. Atmen. Genau. Und dann finden wieder eine Pause. Beweg dich durch. Gut, dann leg dich auf die rechte Seite, dass du mich sehen kannst. Streck dich einmal aus. Mach dich einmal lang. Gut, und dann winkel die Beine an. Dass nicht ganz im rechten Winkel hier entsteht. Ein bisschen, dass die Füße so in Po-Linie sind. Ja? Und jetzt machen wir einfach nur Folgendes. Wir heben das obere Bein und drücken dagegen mit der oberen Hand. Stufe 1, Stufe 2 drückst du dich hoch und machst es im Unterarmstand. Ja? Und strecken. Okay? Stufe 2. Stufe 1. Auf der Seite liegt. Denk aber daran, wie gerade. Unterbauch rein. Schultern zurück. Ja? Streck dich. Du kannst es im Unterarmstütz machen. Mach's dir dann schwerer. Kannst die Augen zumachen wie immer. Kräftig drücken. Und jetzt halten wir mal länger. Ja? Guck mal. 50% deiner Kraft. Hast du den Beckenboden noch drin? Ja? 75% deiner Kraft. Und jetzt alles, was du hast. 3, 2, 1. Way. Gut. Guck mal. Zieh die Beine jetzt ganz ran. Mach dich so klein wie möglich. Greif das obere Bein. Du kannst auch hinten greifen oder wir da ein Handtuch nehmen. Ja? Und schieb die Hüfte vor. Schieb die Hüfte vor. Genau. So. Jetzt dieses Bein ablegen. Die obere Kniescheibe nach vorne schieben. Die Füße kreuzen. Brust raus. Mach aus deinem Rücken wieder einen Hohlrücken. Gib mir die Hand. Guten Morgen. Und mit diesem Hohlrücken drehen. Ein paar Mal nachfedern. Und komm zurück zu mir. Okay? Nach hinten. Brust raus. Und komm zurück zu mir. Greif zu mir. Ja? Guck mal. Komm zu mir. Komm zu mir mit der Hand. Weit vor. Rück. Und komm zu mir. Einmal noch. Und bleib so hinten bitte jetzt. Ja?
Und jetzt löst mal die Füße und die Knie auf. Bis die Hand hinten an den Boden kann. Ja? Bis die Hand an den Boden kann. Jetzt kannst du mit der Hand ein bisschen weiter nach hinten, weiter nach hinten. Gut. Und dann komm zurück. Setz dich hin. Beweg dich durch. Ja, richtig schön durchbewegen. Andere Seite. Ich hätte euch gern wieder gesehen. Ja, Stufe 1. Du winkelst erstmal die Beine an. Füße in der Linie des Po's. Ja, noch nicht zu weit anwinkeln. Streck dich aus. Und dann drückst du mit der oberen Hand. Und streckst dich. Ja, drück. Und gerne wieder etwas schwerer. Ja. Halte die ganze Zeit die Höhe. Ja. Du kannst es leichter haben hier unten. Genau. Ja, wie viele sind denn heute Morgen dabei, Christoph? Sag mal die Zahl. Ja? Würde mich wirklich interessieren, wie viele meinen es denn wirklich ernst mit sich und ihrem Rücken? Einmal am Tag was den Rücken tun. Für den Rücken tun. 64. Prima. Klasse. Gut, dass ihr dabei seid. 72, stimmt nicht. Christoph hat auch Schwierigkeiten mit Zahlen. Ja, ich ja auch. Bei der dritten Zahl bin ich immer raus. So, jetzt halten wir. Für 50% Druck. Weiter atmen. Schultern zurück. Beckenboden rein. 75%. Und jetzt alles, was du hast. Für 3, für 2, für 1. Pause. Klasse. Winkel an. Mach dich erstmal ganz klein. Ja? Und dann schieb obere Kniescheibe zu mir. Fußspitzen kreuzen. Und dann aber den Rücken wieder hohl machen. Ja? Brust raus. Gib mir die Hand. Und dreh dich nach hinten. Die Füße bleiben geschlossen. Komm zu mir. Die Knie bleiben geschlossen. Ja? Geh zurück. Und komm zu mir. Du kannst den Kopf unten festhalten. 3, 4 Mal nachfedern. Und komm zurück. Wir wollen den Abschnitt der Wirbelsäule beweglich machen. Und zwar der Übergang Brust-Lendenwirbelsäule. Mach weiter. Und da ist es wichtig, dass du einen Hohlrücken machst. Ja? Dass die Wirbelsäule dreht, wo sie wirklich beweglich werden soll. Und das geht nur, wenn du keinen Buckel hast. Ja? Komm noch einmal. Ein letztes Mal. Und jetzt bleibst du aufgedreht, löst die Füße, löst die Knie, bis die Hand an den Boden kommt. Und dann kannst du die Dehnung verstärken, indem du den Arm weiter nach hinten ziehst und das Knie, die Kniescheibe oben wieder zu mir. Ja? Gut. Und dann komm zurück und dann gehen wir in die Rückenlage. Ich richte mal mein Mikrofon. Ja? Gut. Find mal eine Pause und dann werden wir wieder drücken, wieder die Hand ans Knie, jetzt aber diagonal. Ja, ich zeige es euch mal aus der Perspektive. Rechte Bein anziehen, ja, halt den Kopf mal fest, beide Fußspitzen hochdrehen und dann drückst du ungefähr in der Mitte 50% deiner Kraft. 75, komm hoch mit den Schultern, komm hoch mit dem Kopf und alles, was du hast, für 3, für 2,
für eins. Und Pause. Pause auch für den Kopf. Bewege den Kopf durch. Ja? So, wir machen das erst auf der anderen Seite. Beide Fußspitzen hoch, linke Bein anwinkeln. Du kannst den Kopf festhalten. Und dann drückst du 50% deiner Kraft, kommst hoch, kannst links am Bein vorbeischauen. Kräftig, kräftig. Alles, was du hast, für 3, für 2, für 1. Pause. Beweg dich durch. Und jetzt werden wir das nochmal ein bisschen schwieriger machen, indem wir nicht nur drücken, sondern uns gleichzeitig auf die Seite fallen lassen. Das haben wir schon mal gemacht, ist ein bisschen her. Ist mir heute Morgen wieder eingefallen, als ich an euch gedacht habe, was haben wir eigentlich lange nicht für schöne Übungen gemacht? Ja, schau mal. Das Ziel jetzt gleich ist, auf die Seite zu kommen, ohne zu fallen. Auch kurz vom Boden nicht fallen lassen. Okay, ich mache das mit euch zusammen. Es ist echt anstrengend. Gut, pass auf. Fang an zu drücken und drück dich ein bisschen vom linken Bein ab. Drückst du kräftiger. Komm, Unterbauch rein, Beckenboden rein. Wir sind immer noch nicht unten. Du kannst den rechten Arm ablegen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Bist du unten? Noch nicht. Okay, streck dich aus. Wir sind fast durch. Noch 2 Übungen. Aber ein schönes Stretching am Ende. Ja? So, die andere Seite. Okay, ich drehe mich mal. Kräftig drücken, Spannung aufbauen. Drück dich ein bisschen von dem rechten Bein ab. Setz dich in Gang. Auf die linke Seite. Unterbauch rein. Schultern zurück. Beckenboden. Nicht fallen. Nicht fallen. Atmest du? Du musst atmen für 4. Noch nicht unten. Du musst atmen für 3. Für 2. Für 1. Langsam ablegen unten. Super. Streck dich aus. Find eine Pause, die dir gut tut. Und dann machen wir noch eine Übung. Ja? Streck die Arme mal aus. Stell die Fersen auf. Dreh die Arme nach außen. Daumen nach außen. Kannst ein bisschen eine Faust machen oder die Hände lang lassen. Und dann setz die Ellbogen eng auf. Wander mit den Schultern runter. Und komm hoch mit dem Becken. Und drück mal. Kräftig. Ja? Andrücken. Andrücken. Und Pause. Streck mal die Arme aus, vielleicht die Beine lang. Wir machen das noch 2-mal. Und dann bekommt ihr die Gelegenheit, das einbeinig zu machen. Das ist schwerer. Ja? Entweder Variante 1 oder auf dem rechten Bein kräftig drücken. Der Kopf ist frei. Die Schultern drücken, die Ellbogen drücken, die rechte Ferse drückt. Pause. Ja, komm, noch eine Variante und dann stretchen wir. Ja? Dann lassen wir es uns nochmal gut gehen. 5-6 Minuten am Ende. Letzte Runde. Arme nach außen. Wer möchte? Auf dem linken Bein. Kräftig. Kopf ist frei. Kopf drückt nicht. Unterbauch, Beckenboden. Okay. Sehr schön. Hast du gut gemacht? Klopf dir mal auf die Schulter, gedanklich. Oder auch, wenn du drankommst. Ja, dann nimm die Beine ran an den Bauch. Beweg dich mal durch. Das war klasse. Ja, es ist warm, oder? Guck mal, der Unterschied in der Temperatur, den merken wir beim Sport sofort. Beweg dich durch. Ja, mal so,
und so mit den Beinen, was dir gut tut. Rein und raus, raus und rein. Christoph sagt, ich habe was vergessen. Ist ja auch kein Wunder, oder? Das ganze Rechts- und Links-Gedönse. Und wer vergisst immer sonntags etwas? Ich. Deshalb legst du dich bitte auf die Seite, dass dein rechtes Bein oben ist. Was haben wir vergessen? Dankeschön, Christoph. Das haben wir vergessen. Warum hat der Christoph das gesehen? Er hat es gespürt. Ja, er hatte Krampf auf einmal im rechten Bein. Da sagt er, Mensch, da fehlt doch was. Ja. Ist immer toll, wenn man einen Trainingsbuddy dabei hat, oder? Unser ist hier mal der Christoph hier. Wir sind ja nur mit Christoph hier. Irgendwann machen wir mal einen Kameraschwenk, Christoph, oder? Ach, sagt der Christoph, nicht mit meiner Kamera. So, locker dich aus, leg dich auf den Rücken zurück. Streck dich aus. Ja, und dann nimmst du das rechte Bein zum Bauch. Streckst das Bein ein bisschen aus. Denk an die letzte Woche. Fuß bleibt locker. Zieh einfach das Bein ein paar Mal rein. Und zwar rechts vom Bauchnabel. Nicht zu weit aus. Ja? Und dann kannst du fassen, wo du fassen kannst. Und streckst du bitte dein Knie ein paar Mal aus. Leg dir wieder was unter den Kopf. Wenn du merkst, der Kopf ist abgeknickt, braucht eine Unterstützung. Das merkst du immer, wenn Spannung entsteht. Kannst wieder weiter ranziehen. Genau. Dann stell den linken Fuß auf. Setz den rechten Fuß auf dein linkes Knie. Und dann kannst du erstmal nur wegdrücken. Ja? Und so wie du jetzt bist, linker Fuß angewinkelt steht, rechte Bein abgelegt, lässt du dein Bein auf die linke Seite fallen. Okay? Und dann drück mal mit der linken Hand dein Knie, dein Oberschenkel weg. Ja? Wer keine Dehnung hat, zieht den linken Oberschenkel ein bisschen näher ran. Oh ja. Ja, zum Bauch. Also, linke Beine ein bisschen weg. Oberschenkel weg von dir. Ist nicht so viel Dehnung im Po, als wenn du das weiter ranziehst. Und dann komm zurück und entscheide dich, was du brauchst für deinen Rücken. Dich vielleicht ausstrecken. So, dann strecken wir das linke Bein nach oben aus. Ja, ganz lang. Erstmal ranziehen. Fuß ist locker oben. Und am weitesten Punkt fängst du an, ein paar Mal dein Knie dynamisch auszustrecken. Und wenn du merkst, ach, da geht wieder was. Ja, und was haben wir letzte Woche gemacht? Meine Kollegin hat sich sehr amüsiert. Die hat nicht mitgemacht, die hat beim Frühstück uns angeschaut. Ja, und hat gesagt, fürs Ego einmal die Fußspitze anfassen. Hallo Sabine, guten Morgen. Ist das dreist? Frühstücken und Oasenstream schauen. Das ist eigentlich ein Kompliment, oder? Wenn die Leute nicht Netflix schauen und Google und Disney und hast du nicht gesehen, sondern uns. Super. So, rechte Fuß aufstellen. Drück das linke Knie weg ein paar Mal. Und so wie das rechte Bein jetzt steht, lässt du es nach rechts fallen. Drückst das Bein wieder weg. Und wenn du magst und kannst,
ziehst du den rechten Oberschenkel ein bisschen näher ran. Ja, meine Freundin Martina hat tatsächlich nicht mitgemacht. Nicht der Hund musste raus, sondern der Mann musste an die frische Luft. Ja? Der Mann musste an die frische Luft. Sie hat sich ein bisschen geschämt, glaube ich, als ich ihr gesagt habe, wir haben über sie gesprochen. Gut. Ja? Aber ist ja immer so im Leben, ne? Wenn ich dir sage, isst doch das Eis, das schmeckt, und du isst es nicht, ist doch dein Problem, nicht meins? Wer nicht will, der will halt nicht. So, Beine ausstrecken, eine letzte Dehnung für den Nacken nochmal, für den Hinterkopfbereich. Das kennst du. Heb den Kopf an ein bisschen und drück den Kopf in die Hände. Schultern tief, Kiefer auf, Ellbogen schließen, wenn du magst. Aber drück den Kopf in die Hände. Der Hinterkopf wird immer länger. Und lösen. Das machen wir noch einmal und dann sind wir durch. Greif den Kopf da, wo der Kopf am rundesten ist. Schultern tief. Gut. So, ihr könnt zu Hause liegen bleiben, wenn ihr möchtet, noch ein bisschen nachentspannen. Ihr könnt euch hinsetzen, wenn ihr möchtet und mir auf Wiedersehen sagen oder nur noch die Hand hochhalten und wir sehen uns beim nächsten Stream wieder. Bis bald. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zum Beinintervalltraining. Wir werden direkt mit dem Aufwärmen starten, leichtes Joggen. Nimm jetzt schon mal aktiv die Arme mit. Was habe ich heute mit euch vor? Wir werden abwechselnd Übungen im Stand und auf der Matte durchführen. Denk dran, mach so gut mit, wie du kannst. Auch hier jogg bitte leichtfüßig. Noch 20 Sekunden bleiben wir hier. Everybody move. Nehm die Arme über die Seite hoch. Everybody move. Sehr schön. Unsere Übungen werden ca. 45 Sekunden dauern. Und dann beginnen wir sofort mit der nächsten Übung. Das Ganze in Wechsel, schau, hoch, vor. Bring die Arme auf Schulterhöhe, Hände ran zur Brust, kleine Sprünge und dreh die Hüfte zur Seite. Füße, Knie, eine Richtung, halte die Beine geschlossen. Merkst du, geht der Puls auch gleich nach oben? So soll das sein. Noch 10 Sekunden. Und Arme lockern. Wir beginnen jetzt, dein rechtes Knie nach vorne hochzuheben. Auch hier ruhig kleine Sprünge. Ich möchte, dass wir die Fußgelenke immer noch mobilisieren. Zur Seite. Noch 4. Wechsel. Dein linkes Bein hoch. Knie auf Hüfte hoch.
Mitte, nach links. Arm immer noch aktiv. Everybody move. Everybody move. Everybody, 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 everybody. 4, 3. Und wieder ran. Sehr schön, werde ruhig langsamer. Ruhiger. Marsch hier. Kurz durchatmen. So, wir bringen jetzt dann rechten Fuß, tap nach hinten, tap zurück, tap zurück. Nimm die Arme mit, Brustwirbelsäule in die Länge strecken. Zieh deinen Daumen, dreht nach außen, deine Hüfte strebt nach vorne. Lang. Auch ihr Bauch ist fest. Komm zur Mitte. Marsch hier. Bring die Arme auf Schulterhöhe und zieh 3-mal Ellbogen zusammen. 4 öffne. 1, 2, 3, 4. Auf. Auf. Geöffnet halten. Daumen nach außen. Diagonale. Rechts hoch. Linke Arm ist tief. 4, 3, 2. Wechsel jetzt. Beine ruhig beugen. Arme lang auf Schulterhöhe, Unterarme kreisen. Sehr gut. Und die Richtung wechseln. Vier, drei, zwei, Arme lang und zieh dich zur Seite. Mit kleinen Bewegungen nach rechts. Zieh, zieh, zieh. Und wir wechseln. Auch hier Schulter tief. Bauch ist fest. Deine rechte Schulter nach hinten rausziehen. Wechsel. 4, 3. Du kannst auch gerne einen Arm, nur einen Arm mitnehmen. Wechsel. Letztes Mal, komm, nach rechts. Und wir wechseln. Und Arme tief. Schau über deine Schulterseite hinaus. Deine Schulter aktiv nach unten, hinten ziehen. Schau nach vorne zu mir, nach rechts und links. Vier mehr. 3 noch. 2. Und halten. Wir mobilisieren jetzt unsere hintere Kette. Rollen uns ganz langsam nach unten. Und kommen wieder hoch. Fester Stand. Schulter vor, Kopf runter. Beine ruhig beugen, wenn du möchtest. Ein letztes Mal, dann bleibst du unten. Öffne ruhig die Füße über die Hüftbreite und wippe. Pulsiere tief und hoch. Wir wandern nach rechts. Und Mitte.
und links. Auch hier Beine gerne beugen, wenn du möchtest. Mitte. Bleib hier, bring deinen rechten Arm nach oben, Blick, schau hoch. Mitte. Mitte. Rechter Arm hoch. Zurück zur Mitte, linker Arm. Und das Ganze mit Tempo. Rechts, links. Auch hier Schulter weg von den Ohren. Vier mehr. Drei noch. Zwei. Beug die Beine, stütz dich ab, nimm deine rechte Schulter zur Mitte tief. Rücken ist lang. Gesäß strebt nach hinten. Vier. Drei, zwei, komm zusammen, roll dich langsam auf und wir starten mit der ersten Übung. Die Squats, faltet die Hände vorne zusammen, Arme lang auf Schulterhöhe, komm in die Kniebeuge. Kontrollier deine Knie nicht über die Fußspitze hinaus, nicht über die Fußspitze hinausgehen. Halte, Schulter zurück und jetzt führe deine Hände Richtung Fuß, Gesäß hoch, hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief. Dein Rücken ist ganz lang, Steißbein nach oben, wenn du mit den Armen nach unten kotzt. 20 Sekunden, Schulter zurückziehen. Auch hier dein Tempo. Du kannst auch sehr gerne die Arme überkreuzt halten. Brustkorb bleibt geöffnet. Denk dran. Vier Stück. Drei. Zwei. Eins. Und komm langsam hoch. Wir kommen in den Vierfüßerstand. Fußspitzen aufsetzen. Rechtes Bein lang nach oben. Hoch, tief. Schau, dass deine Körpermitte ruhig bleibt. Langes Bein. 12 Wiederholungen pro Seite. Du kannst auch sehr gerne auf die Unterarme kommen. Achte drauf, dass die Unterarme auf Schulterhöhe bleiben. Brust raus. Denk dran, Kopf in Verlängerung des Rückens halten. Dein Bein ist aktiv. Und wir wechseln. Yeah. Und hoch, tief. Bleibt in Verlängerung. Hoch, tief, hoch. Noch zwei letzte. Komm zurück in den Vierfüßerstand. Marschier wieder auf die Füße. Komm am Ende deiner Matte. Kniebeuge. Zwei Schritte zur Seite, nach rechts. Auf geht's. Ab. Tief. Sehr gut. Hoch. Bleib hier. Und rechts. Wir wechseln. Sehr gut. Du kannst auch sehr gerne die Arme mitnehmen. Schau. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Gewicht auf deine Fersen. Komm, weiter. Schaffen wir noch. 20 Sekunden. Kopf in Verlängerung des Rückens halten. Brust raus. Einmal noch. Jawohl.
Jawohl. Locker aus. Komm zurück in den Vierfüßerstand. Gerne auf die Unterarme, wenn du möchtest. Dein rechtes Bein streckt seitlich lang. Füße auf Kniehöhe. Bereit, Bauch ist fest. Hoch, tief. Heb deine Hüfte an. Auch hier kannst du gerne deinen äußeren Arm, Unterarm auf die Matte platzieren. Acht mehr. Acht. Auch hier ist dein Fuß aktiv. Fußspitze zeigt nach vorne, nicht nach oben hoch. Kopf in Verlängerung, Bauchspannung. Vier, drei, zwei und wechsel. Wechsel die Seite. Dein linkes Bein ist lang, Fuß auf Kniehöhe. Gerne den äußeren Arm auf die Matte platzieren. Und gestrecktes Bein nach oben. Und hoch, tief, hoch, tief. Hoch, tief. Jawohl. Vier noch. Drei. Zwei. Und komm zurück in den Vierfüßerstand. Marschier zurück auf die Füße. Komm wieder nach oben. Wir kommen in den Lunge. Mit rechts beginnen. Schau. Rechts. Drei Schritte zurück. In den Lunge. Und wieder zurück. Rück, rück, tief. Ausgangsposition. Okay. Arme ruhig mit. Tief. Noch tiefer. Ab. Tief. Tief. Sehr gut, Brust raus. Wenn du möchtest, nimmst du die Arme mit. Nach oben. Sehr gut. Dein Tempo, du weißt. Auch hier achte auf dein vorderes Knie. Geht nicht über die Fußspitze hinaus. Noch 15 Sekunden. Jawohl. Einmal noch pro Seite, das kriegen wir hin. Prima. Sehr gut. Auch hier. Komm wieder in den Seitstütz. Deine Oberschenkel auf einer Höhe. Ellenbogen unter die Schulter, Brust raus. Bauch ist fest. Drück dich mit der Hüfte hoch. Dein äußeres Bein ist lang. Schiebe dein Bein vor, zurück. Puls fest. Vor, zurück. Die Hand ab von der Hüfte. Vor, rück. Gerne, wenn es zu anstrengend ist, darfst du dein Knie beugen, strecken oder nur halten. Dann. Oder vor, zurück. Noch vier mehr. Kontrollier deine Hüfte. Brust raus. Zwei. Einer noch. Halte. Noch höher. Halte. Wechsel. Komm auf den Unterarm. Beine parallel. Arm lang. Hoch. Es geht. Knie ran. Auf die Hüfthöhe. Oder das Bein lang nach vorne. Hoch. Tief. Oder. Oder ran. Sehr gut. Gleichzeitig arbeiten wir mit der Körpermitte. Noch vier letzte. Drei.
Und lang nach vorne. Halte, halte oben. Noch höher. Yes. Und komm in den Vierfüßer. Marschier zurück. Auslackern. Sehr gut, bereit für die nächste Übung? Schau. Tief. Ein Sprung vor. Du kannst sehr gerne mit kleinen Schritten arbeiten. Marschier zurück, okay? Bereit? Los geht's. Hopp. Marschier schnell zurück. Hoch. Marschier zurück, langer Rücken. Hoch. Aber auch hier denk dran, leichtfüßig. Denk an deine Mitbewohner. Hoch. Mehr, 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 kommt. Vier. Drei. Zwei. Kontrolliere auch hier die Knie. Knie gehen nicht über die Fußspitze hinaus. Stopp, stopp. Komm von hier aus in die Bauchlage. Unsere aktive Pause. Es geht im Wechsel. Langes Bein. Hoch und tief. Schulter zurück. Schau zur Matte. Hoch. Tief. Jetzt noch höher das aktive Bein. Hoch. Po ist fest. Wenn noch mehr möchte, nehmt die Arme dazu. Noch achtmal. Noch zwei. Ein letztes Mal, komm. It's a movie when I sehr hit the gut. Club. Komm in den Vierfüßer statt. Marschier zurück. Lang nach oben. Auslockern. Ausfallschritt. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Auch hier dein Tempo. Du kannst auch gerne die Arme unten lassen. Geh doch aktiv mitnehmen. Dein Tempo. It's a movie when I hit the club. Man, all these girls showing out and they show me love. It's a movie when I hit the club. Man, all these girls showing out and they show sehr me gut. Love. Ein letztes Mal. Super. Auslockern. Wir kommen zurück auf die Matte. Und wieder in die Bauchlage. Beine mattenbreit öffnen. Blick nach unten. Es geht hoch. Tief. Beide Beine gleichzeitig heben. Oder auch hier. Bleib mit dem Bein gebeugt. Schau, was besser für dich ist. It's a movie when I hit the club. Re-up on my Fersen ruhig zusammen. See it, then I it. Wenn du die Beine gebeugt hast. Franklin's Grants oder lang hoch. Ready for some action. Ready for some action. Ready for some action. Wenn du möchtest, die Arme dazu. Daumen nach außen. Öffne deine Schulter. Oder du bringst die Hände in den Nacken und kommst so weit hoch. Hoch, tief, Bauch ist fest. Die letzten vier, drei, zwei, eins und auslockern. Komm wieder zurück. Wir kommen jetzt in den breiten Squat. Tief.
Schau, wie tief du kommst. Achte, dass deine Knie nicht über die Fußspitze gelangen. Dein Becken nach vorne verlagern. Brustkorb öffnen. Arme ruhig vor. Noch tiefer. Mit kleinen Bewegungen arbeiten wir. Tief und hoch. Wir pulsieren. Tief, tief, tief. Sehr schön. Möchtest du mehr? Hebt ruhig die Fersen hoch. So arbeiten auch noch die Waden mit. Das Ganze halten wir noch 20 Sekunden. Bauchspannung. Denk an deine Schulter hinten lassen. Sehr gut, mach weiter. 10 noch. Re-up on my profit, see it, then I cop it, ready for some action. 4, 3, 2, lösen. Marschier zusammen. Ready for some action. Wir kommen wieder in den Vierfüßerstand. Auf die Unterarme. Hüfte hoch, halte, Schulter zurück. Daumen nach außen drehen, Blick auf die Handflächen. Halte, halte. Rechtes Bein anwinkeln, halte und heb das rechte Bein nach oben. Du kannst sehr gerne im Vierfüßerstand bleiben. Hoch, hoch, hoch. Schau, dass dein Bein im 90-Grad-Winkel bleibt. Hier arbeitet auch der Bauch mit. Fußspitze ranziehen, hoch, noch höher. Noch 8, 7, 6, 5, 4. Das Ganze. Anderes Bein. Hoch, hoch. Noch höher. Hoch, Fußspitze ran. Schulter zurück. Auch hier dein Körper in Verlängerung. Lass deinen Kopf bloß nicht hängen. Hoch, noch höher. Ja. Yeah. Kneif den Po zusammen, wenn du oben bist. 8, 4, 3 noch, 2 und löse. Komm wieder in den Stand. Rechtes Bein vor. Standbein ist gebeugt, Arme vor, es geht. Kick vor, Seite, zurück, tief. Kick, Seite, zurück, tief. Du merkst, Balance, ab. Okay, bereit, Bauch ist fest. Hop. Und tief, kick. Du kannst auch gerne die Arme dazu nehmen. Es erleichtert die Balance. Sehr gut. Kick zurück. Vor, Seite. Dein Fuß ist aktiv. Tief. Auch hier kannst du gerne kleine Schritte mit kleinen Schritten arbeiten. Kick. Tap zur Seite. Das geht auch. Siehst du das? Wechsel. Hüpf. Zack. Und rein. Yeah. Die Körpermitte muss mitarbeiten. Jawohl. Noch zweimal. Wenn du nicht hochkommst, ist nicht schlimm. Bleib unten. Letzter. Tief und wieder runter. Auf die Seite. Unterarm stütz. Knie. Hüfthöhe hoch. 90 Grad Winkel. Aktive Füße. Dein Knie. Auf, zu. Auf, zu. Lass deine Schulter nächst zum Ohr bringen.
Lass die weg vom Ohr. Auf, zu. Auf, zu. Wir bleiben geöffnet. Und mit kleinen Bewegungen pulsieren wir nach außen. Nach außen. Dein unterer Rücken, schau, ist lang, ist gerade. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Schau jetzt, es geht. Knie, Fuß. Knie, Fuß. Innen, außen. Innen, außen. Dein Fuß bleibt aktiv. Fußspitze ran. Du kannst dich sehr gerne auf deinen Unterarm legen. Schau, was besser funktioniert. Komm, die letzten vier. Zwei. Und letzter. Wir wechseln. Hoppala. Es geht auf. Zu. Auch hier kannst du gerne deinen Kopf auf den Oberarm platzieren. Knie auf und zu. Füße aktiv bleiben. Halte deinen 90-Grad-Winkel. Rücken ist lang. Auf, zu. Auf, zu. Sehr gut. Noch vier. Drei noch. Zwei. Wir pulsieren jetzt nach oben. Hoch, 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 hoch. Vier. Drei noch. Zwei. Schau jetzt, es geht. Innen, außen. Innen, außen. Knie zum Knie, Fuß zum Fuß. Letzte. Sieben, sechs, fünf, vier noch. Sehr gut. Komm in den Vierfüßerstand. Zurück in den Stand. Halte hier. Kick. Mit links anfangen. Kick vor. Auch hier gerne unten. Kick. Okay, dein Tempo. Hoch. Die Fußspitze aktiv mitnehmen. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Auch gerne nur dein Knie ran, aber explosiv. Zieh. Noch vier, drei, zwei, wechsel, yeah. Hoch, auch hier ohne Sprung, arbeite mit Kraft. Oder nur dein Knie, explosiv. Dein Standbein leicht beugen, so entlastest du deinen Rücken. Oder Kick. Yeah. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wir wechseln. Wir kommen in die Sitzposition. Von der Sitzposition in die Rückenlage. Roll dich langsam nach unten. Füße nah am Po. Handflächen ruhig zur Matte. Hüfte hoch. Zwei Seiten. Und deine Beine streben zueinander. Hoch. Tief. Tief. Und Single, wenn du möchtest. Hoch. Tief. Bauch ist fest. Kneif dein Po. Zusammen. Vier. Drei. Zwei, wenn du möchtest. Ferse von der Matte lösen. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief.
die Beine streben zueinander. Oben halten, hoch. Mit kleinen Bewegungen kommst du Richtung Decke. Hoch. Schau, dass dein Popo schön oben bleibt. Hoch, hoch, hoch. Bauch ist fest. Deine Schulter bleiben tief. Acht, sieben, sechs, fünf mehr. Komm, du schaffst das. Zwei noch. Und ganz langsam senken. Nimm Schwung auf und komm zurück in den Stand. Locker dich aus. So, öffne deine Beine nochmal. Weit nach außen, Fußspitze nach außen. Schau, es geht tief. Dann dreht dein linkes Knie nach unten. Nimm die Ferse mit. Nach außen. Dein rechtes Knie jetzt. Und öffnen. Bereit? Auf geht's. Ab. Tief. Sehr gut. Dein Tempo, du weißt. Tief. Deine Ferse, dein Knie dreht sich immer mit. Brust raus, Bauch ist fest. Hup. Zack. Super. Schaffen noch, komm, vier Stück. Ja. Vier. Drei noch. Zwei noch. Ein letztes Mal, komm, komm. Auslockern. Wir marschieren in den Vierfüßerstand. Bleib hier, Füße sind aktiv. Hände unter deiner Schulter. Wir lösen die Knie von der Matte. Halten. Und die Knie pulsieren nach außen. Dein unterer Rücken ist lang. Dein Steißbein nach hinten raus. Bauch ist fest. Bereit? Pulsieren. Auch hier kannst du jederzeit eine Pause einlegen. Yeah. Dein Kopf in Verlängerung des Rückens halten. Und die Hände unter deiner Schulter platzieren. Sehr gut, 20 Sekunden noch. Jederzeit kannst du ablegen. Pausieren. Steig dann wieder in die Übung ein. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Und lösen. Auslockern. Marschieren wieder zurück. Sehr gut. Wir kommen jetzt in die hüftbreite Position. Beine leicht beugen. Die Fersen aktiv mitnehmen. Hoch. 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 Arme ruhig mitnehmen oder Hände auf die Schulter, Schulter zurückziehen. Hoch. Aktiv die Fersen von der Matte lösen. Vier, drei, halten. Auf drei. Hoch. Halte, halte. Tief. Hoch. Halte. Wackelig. Tief. Halte. Tief. Hoch. Halte. Tief. Hoch. Halte. Tief. Hoch. Und tief. Zwei noch. Tief. Letzter. Und tief. Lösen. Lockern. Komm wieder in die Sitzposition. Zurück in die Rücklage. Roll dich langsam runter. Füße am Po. Hände wieder zurück auf die Matte. Becken hoch. Aktiv die Knie zur Brust ranziehen. Hoch, tief.
Du hast dein Tempo. Schau, dass du mit dem Gesäß oben bleibst. Beine aktiv zusammenhalten. Bereit. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Schau, dass du mit deinem Popo oben bleibst. Hoch, tief. Hoch, tief. Noch viermal. Dann halten wir ein Bein oben. Drei. Zwei. Auch hier kannst du jederzeit die Füße unten lassen. Ein Bein oben halten. Halten. Fuß ist aktiv. Und pulsiere. Hier. Wechsel jetzt. Hoch. 4, 3, 2 und lösen. Super. Langsam ablegen. Schwung aufnehmen. Komm über die Seite oder mit Schwung nach oben. Wir kommen in die Squats. Tief, hoch, tief, hoch. Wir ändern hier leicht um. Du kannst gerne im Squat bleiben. Schau. Tief. Halte, explosiv nach oben. Tief, streck die Hüfte. Und ab. Tief. Halten, explosiv. Beine nicht durchstrecken. Vor, tief. Tief, vor. Tief, hoch. Streck die Hüfte. Beine leicht beugen. Explosiv. Hoch, noch vier. Hoch, drei. Hoch, zwei. Jawohl. Und letzter. Auslockern. Eine letzte Übung. Schau. Schau, wie weit du kommst. Finalübung. Wir kommen in die Planke. Du kannst gerne auf den Knien bleiben, ja? Bring deinen rechten Fuß, rechte Hand. Du kannst gerne hier bleiben oder dein linkes Bein nach vorne strecken. Zurück in die Planke oder auf den Knie und wechsel. Zack, linke Hand, rechtes Bein streckt aus. In die Planke zurück oder auf die Knie. Bereit? 4, 3, 2, los geht's. 1, 2, 3, hopp. Bauchspannung, Schulter zurück. Oder auf Knie. Halten, halten, zurück. Ab, halten. Das geht auch. Zurück. Die letzten. 4, 3, 2. Komm, letzter. Und wir kommen auf die Knie. Ferse. Am Po. Arme lang. Kurz durchatmen. Auslockern. Verlagere einmal den Po auf rechte Seite, linke Seite. Sehr schön. Komm langsam nach oben ins Hohlkreuz. Puppe nochmal zurück. Roll dich wieder auf. Kreuz, Popo nach hinten. Wir lassen den Puls etwas runterkommen. Ein letztes Mal. Sehr gut. Wir bleiben im Vierfüßerstand. Bring dein linkes Bein auf Höhe deiner linken Hand. Halte hier. Dein Knie geht nicht über die Fußspitze hinaus. Halte. Wenn du magst, nimmst du deine rechte Hand und holst dir dein Knöchel zum Po. Dein rechter Fuß ist aktiv, deine Schulter dreht nach hinten raus.
Halte. Langsam auflösen. Komm mit dem Popo zurück. Und einmal das linke Bein strecken. Die Rückseite der Beine nochmal dehnen. Deine Fußspitze ist aktiv. Zu dir ranziehen. Dein Rücken auch hier bleibt lang. Halte. Wenn du möchtest, kannst du einmal die Fußspitze nach innen außen drehen. Mach das, was dir gut tut. Schön vorsichtig. Langsam lösen. Dein Knie bleibt da, wo es ist. Streck das linke Bein. Und einmal den Popo nach hinten rausziehen. Halte, halte die Innenseite einmal dehnen. Dein Rücken bleibt lang. Sehr schön. Und löse auf. Komm wieder ran und wechsel. Dein rechtes Bein kommt vor. Halte. Hüfte schön vor. Dein Knie geht nicht über die Fußspitze hinaus. Wenn du möchtest, greifst du an deinem Knöchel, führst deine Ferse zum Po, dein Fuß ist aktiv und deine Schulter dreht nach außen unten. Löse auf. Halte, bring dein Po Richtung Ferse. Dein rechtes Bein ist lang. Halte. Fußspitze ist aktiv. Und auch hier nach innen außen die Fußspitze drehen. Langer Rücken. Auch hier Schulter hinten lassen. Denk dran. Löse auf, dein Bein bleibt lang und du bringst dein Popo nach hinten Richtung Ferse, sodass du deine Innenseite deines Beines nochmal dehnen kannst. Deine Fußspitze ruhig nach vorne zeigen, Rücken ist lang, halte. So, einmal auflösen. Setz dich einmal gemütlich im Schneidersitz. Schulter einmal nach hinten kreisen. Bring deine linke Hand auf dein rechtes Knie und deinen rechten Arm über die Seite lang nach außen drehen. Blick folgt deiner rechten Hand, Schulter tief. Im Rücken bleibst du schön lang. Und wir wechseln. Anderer Arm. Schau zu deiner Hand. Schulter tief. Unterer Rücken bleibt lang. Streck dich nochmal. Und linke Hand, rechtes Knie. Mach dich ganz rund, Kinn zur Brust. Zieh einmal die Schulter auseinander. Komm wieder in die Länge, ohne loszulassen. Nochmal, roll dich zusammen. Und zieh dich lang noch nicht loslassen. Dein Kopf hier zur Seite. Komm, über die Mitte ganz langsam zur anderen Seite. Zur Mitte. Hoch, Arme lang nach oben, streck dich, öffne die Arme, streck nochmal deinen Rücken aus und komm nochmal von hier aus mit dem Kopf Richtung Schulter. Deine Schulter aktiv nach unten ziehen, kontrolliert langsam über die Mitte zur anderen Seite.
Halte, halte. Streck die Arme in die Länge, Finger zu dir ranziehen. Neig dich mit langem Rücken nach vorne. Bring die Hände zu Boden. Und lass dich fallen. Kopf, Nacken, Schulter hängen lassen. Roll dich ganz langsam auf, Schulter kreisen und Dankeschön. Vielen Dank fürs Mitmachen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Tag. Schön, dass ihr euch dazu entschieden habt, noch eine Stunde Yoga mit mir zu praktizieren und dann in die Sonne rauszugehen. Wie ihr seht, habe ich heute ein paar Hilfsmittel dabei. Zwei Blöcke, einen Gurt und ein kleines Kissen. Du kannst es dir bequem machen. Wir fangen heute im Sitzen an. Und die Blöcke, die sind einfach als Unterstützung gedacht. Du wirst sehen, was noch passiert und vielleicht kannst du nachher oder morgen noch einmal den Livestream mit mir durchgehen und die Blöcke dann dazu benutzen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit mir beim Yoga und komm erst einmal in eine bequeme, aufrechte Sitzhaltung. Leg die Sitzbeinhöcker ein bisschen frei und bring die Hände in die Gebetshaltung vor dein Herz. Schließe noch einmal die Augen. Atme tief ein und aus. Durch die Nase ein. Tief in den Bauch und in den Brustraum hinein. Und langsam über die Nase wieder aus. Finde dich in deinem Sitz zurecht und mach dir jetzt deine Sitzbeinhöcker bewusst. Erde dich, verwurzle dich. Spüre, wie du dich über sie aufrichten kannst. Versuch sie sanft zusammenzuziehen und spür dabei deinen Beckenbodenverschluss, beim Yoga Mula Bandha genannt. Den werde ich immer wieder mal in deine Erinnerung rufen. Spüre deinen Beckenboden, deinen Mula Bandha. Geh einen Schritt nach oben zu deinem Bauchnabel, den man beim Yoga Uddiyana Bandha nennt, deinen Bauchverschluss. Auch den aktivierst du immer ganz sanft mit der Ausatmung. Strecke deine Wirbelsäule lang aus. Dein Hinterkopf strebt zur Decke, die Schulterblätter sanft zur Wirbelsäule. Dann bleib in Verbindung mit deiner Atmung. Löse deine Zunge von deinem Gaumen. Lass deinen Kiefer, dein ganzes Gesicht locker und weich werden. Ich gebe dir ein Versprechen für deine Yoga-Praxis heute, dass du achtsam und liebevoll mit dir und deinem Körper umgehst. Spüre deinen tiefen Atem. Mit jedem Atemzug wirst du ruhiger, entspannter und die Gedanken kommen zur Ruhe. Man sagt, beim Yoga nimm dein Herz nach vorne, um zu spüren, zu fühlen. Nimm die Gedanken zurück, lass sie ruhig werden. Mit deiner nächsten Einatmung öffne langsam die Augen und öffne weit deine Arme. Bleib hier. Spür die sanfte Dehnung in deiner Brustmuskulatur. Und hol nochmal dein Herz nach vorne. Lass die Schlüsselbeine lächeln. Dankeschön. Mit deiner nächsten Ausatmung bringst du die Hände auf die Schultern. Lass die Daumen nach hinten zeigen. Und öffne dich nochmal weit mit der Einatmung.
Mach dich rund mit der Ausatmung. Bring die Ellbogen zusammen. Zieh den Bauchnabel kräftiger nach innen. Bleib in deinem Rhythmus. Öffne mit der Einatmung. Schließe mit der Ausatmung. Fest verwurzelt sitzt du und spürst, wie du dich immer wieder aufrichtest, lang wirst und wie die Kraft in dir arbeitet. Atme ein, öffne die Arme wieder ganz weit und lass sie ausatmen, zum Boden sinken. Die Fingerkuppen schiebst du noch einmal tiefer in den Boden hinein und streckst dich noch einmal ein bisschen mehr. Atme ein und zieh den rechten Arm lang nach oben. Mit der Ausatmung neig dich zur Seite. Hier darfst du dich ausprobieren. Möchtest du rund werden oder dich vielleicht noch mal ein bisschen aufdrehen? Oder den Arm ein bisschen nach vorne ziehen. Schau, was dir gut tut, was dein Körper jetzt möchte. Atme ein, den rechten Arm langsam über die Seite wieder zurück und den linken Arm nach oben. Streck dich noch einmal und neig dich ausatmend zur rechten Seite. Zieh auch hier nochmal die Flanken lang oder runde dich ein bisschen, öffne dich ein wenig. Oder zieh den Arm etwas nach vorne. Genieße es. Fühl dich wohl. Mit deiner nächsten Einatmung bringst du beide Arme lang nach oben. Streck dich. Verwurzel dich über deine Sitzbeinhöcker und streck dich dem Himmel entgegen. Genieße die Länge. Mit deiner nächsten Ausatmung drehst du in eine kleine Drehsitzvariation nach rechts. Bleib zwei tiefe Atemzüge hier, dreh auch den Kopf ruhig mit. Atme tief in den Bauch hinein. Einatmend kehrst du zur Mitte zurück. Mit der Ausatmung drehst du zur linken Seite. Auch hier bleibst du zwei Atemzüge. Denk an die Halswirbelsäule, dreh sie mit. Mit der nächsten Einatmung kehre zur Mitte zurück, atme aus, bring die Hände zu deinem Herzen. Wir wechseln jetzt in den Vierfüßlerstand. Komm langsam über die Seite und bring die Hände unter deine Schultern, die Knie unter deine Hüften. Hier beginnst du mit deiner Ausatmung langsam aufzurollen in die Katze, in den Katzenbuckel. Mach dich ganz rund, schieb die Schulterblätter auseinander, drück gefühlt den Boden von dir weg, der Bauchnabel zieht kräftig nach innen, dein Uddiyana Bandha. Einatmend rollst du langsam Wirbel für Wirbel ab in die Kuhposition. Schieb die Schultern von den Ohren weg, achte auf deine beiden Bandhas, halte sie leicht aktiv. Bleib in deinem Rhythmus, ausatmend wirst du rund, nach oben hin, einatmend langsam in die Gegenbewegung. Herrlich, sich nach den anstrengenden Stunden im Livestream jetzt noch ein bisschen durchzudehnen und vielleicht noch die ein oder andere Herausforderung anzunehmen, die auf dich wartet. Bleib noch einmal ein paar Atemzüge in der Katze, wenn du dort angekommen bist. Schieb die Schultern von dir weg, drück den Boden kräftig nach unten weg und federe ganz leicht nach hinten. Der Atem fließt weiter. Ja. Und dann komm langsam in die neutrale Position und strecke dein rechtes Bein lang nach hinten raus. Setz die Zehen auf den Boden. Drück die Ferse von dir weg. Becken, Boden, Bauch sind fest, deine Bandhas schön aktiv. Die Schultern schieben sich von den Ohren weg. Lang das Bein.
Atmen ziehst du es langsam wieder mit der Einatmung zurück und streckst ausatmend das linke Bein von dir weg. Schieb kraftvoll die Ferse nach hinten. Lass den Atem weiter fließen. Komm mit dem Knie wieder auf den Boden und streck noch einmal das rechte Bein nach hinten raus. Und hebe es jetzt auf die Höhe deines Gesäßes an. Der linke Arm geht lang nach vorne, dein Daumen zeigt zur Decke. Schultern von den Ohren wegschieben. Die Bandas sind aktiv, der Atem fließt. Atme ein, zieh dich nochmal ganz lang auseinander und mit der Ausatmung komm wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Streck das linke Bein nach hinten aus, drück die Ferse von dir weg. Bauch ist fest und jetzt der rechte Arm lang nach vorne. Bein ist angehoben, du ziehst dich in die Länge. Genieße die Kraft in dir, die Streckung, den Atem. Nochmal tief einatmen, Länge schaffen und mit der Ausatmung langsam wieder zurück. Falls du Blöcke zur Hand hast, lege sie vorsichtshalber schon einmal rechts und links neben deine Matte. Und wenn du sie zur Unterstützung gebrauchen kannst, kannst du sie einfach zu dir heranziehen. So. Du nimmst jetzt deinen linken Unterschenkel einmal nach außen, drehst ihn auf und drehst deinen Körper nach rechts. Der rechte Fuß zeigt mit der Fußspitze ein bisschen nach innen. Schau, dass das Fußgewölbe und dein Knie mit dem Anfangs- und Endpunkt auf einer Linie liegen. Drück die Fußaußenkante deines rechten Fußes in den Boden und die rechte Hand legst du erst einmal auf die Taille. Schieb deine Hüften zu mir nach vorne, die Schultern von dir weg und streck den rechten Arm lang nach oben zur Decke. Zieh dich erstmal wieder hier in die Länge. Genieße. Jetzt nimm den rechten Arm nah an deinen Kopf und schieb den Arm von dir weg, aber die Schulter zieht tief und im Gegenzug die Fußaußenkante in den Boden. Spür die Länge noch einmal in der Flanke. Atme tief ein und aus. Jetzt kreise den Arm rückwärts zurück. Setz die Hand wieder auf den Boden, das rechte Knie und den Unterschenkel eindrehen. Alles zur anderen Seite. Öffne den rechten Unterschenkel zur Seite. Dreh dich auf nach links. Achte auf den linken Fuß mit dem Fußgewölbe und dem Knie. Dreh den Fuß ein bisschen ein und schieb die Außenkante in den Boden hinein. Die Hüfte öffnet nach vorne. Der linke Arm streckt sich lang nach oben zur Decke. Zieh dich auseinander. Genieße. Jetzt nimm den linken Arm nah an deinen Kopf. Zieh dich auseinander. Im Gegenzug noch einmal die Fußaußenkante in den Boden und den Arm lang zur anderen Seite rüberziehen. Tief ein- und ausatmen. Spürst du noch die Aktivität deiner Bandas? Sehr gut. Lass den Arm über hinten wieder nach vorne kreisen. Setz die Hand wieder auf den Boden, das Knie zurück und den Unterschenkel eindrehen. So, jetzt wird es ein bisschen wärmer. Du streckst beide Beine nach hinten aus, drück die Fersen von dir weg, komm in die Planke. Atme aus in deinen ersten herabschauenden Hund und beweg ihn ein bisschen. Beweg dich durch. Schau, was dir gut tut. Alles ist möglich. Alles, was dir gut tut, darfst du jetzt einfach mal ausprobieren. Streck noch einmal dein Gesäß mit den Sitzbeinhöckern Richtung Decke, die Fersen zum Boden und schieb gefühlt die Matte von dir weg. Mach den Hals lang, die Schultern von den Ohren wegschieben. Der Kopf darf locker sein, damit der Nacken sich auch mal entspannen darf. Jetzt beuge einmal die Knie, bring den Bauch enger an die Oberschenkel,
Ich nenne das immer den kleinen Hund. Und jetzt wechselst du wieder in den großen Hund und drückst die Fersen tief, Gesäß nach oben. Beuge und strecke hier nochmal in deinem Tempo. Und dann bleib wieder im herabschauenden Hund, atme hier ein und komm mit der Ausatmung in die Planke. Atme ein und aus, wieder in den herabschauenden Hund. Einatmen, halten, ausatmen, wechseln. Komm noch einmal mit mir in die Planke. Bleibe hier, atme ein und senke ausatmend deine Knie, deinen Brustkorb, beug die Arme, komm in die Bauchlage und bereite dich auf die Kobra vor. Streck die Beine lang aus, drück die Fußrücken sanft in den Boden und roll die Schultern noch einmal ein bisschen nach hinten. Zieh die Ellbogen sanft an deinen Körper heran, aktiviere nochmal die Bandhas und atme in die kleine Kobra ein. Achte darauf, dass dein Kopf nicht zu sehr in die Rückbeuge geht, sondern lieber dein Kinn sanft nach unten Richtung Brustbein strebt. Und wenn du einmal schauen möchtest, ob das deine Rückenkraft ist, die dich oben hält, dann löst du kurz die Hände vom Boden. Nochmal tief einatmen, Füße umstülpen und mit der Ausatmung drück dich wieder hoch über die Planke in den herabschauenden Hund. Ausatmen, wieder in die Planke. Einatmen, halten. Und mit der Ausatmung langsam tief kommen. In die Kobra. Atme ein. In den herabschauenden Hund. Wieder aus. Sehr schön. Das machen wir noch einmal. Atme hier ein. Mit der Ausatmung schieb dich nach vorne in die Planke. Mit der Ausatmung der nächsten kommst du tief zum Boden. Leg die Füße ab, atme in die Kobra ein. Und in den herabschauenden Hund wieder aus. Kleine Herausforderung. Du streckst mit der nächsten Einatmung dein rechtes Bein nach hinten raus. Drück die linke Ferse tief, darfst hier nochmal ein bisschen auffedern mit dem rechten Bein. Sehr gut. Und wenn du die Herausforderung möchtest, dann kommst du so im dreibeinigen Hund gleich in die Planke. Wenn du es nicht möchtest, stell den Fuß vorher auf den Boden zurück. Nochmal tief einatmen und mit der Ausatmung wechsle in die Planke. Hier darfst du einatmend den Fuß wieder ablegen und mit der Ausatmung langsam zum Boden kommen. Oh, schön. Ein. In die Kobra. Und aus. Wieder in den herabschauenden Hund. Jetzt strecke einatmend dein linkes Bein nach hinten raus. Die rechte Ferse drückt tief. Federe auch hier ruhig noch einmal nach. Tief einatmen, mit der Ausatmung wechsle so in die Planke, wenn du magst, und setze jetzt hier einatmend den Fuß auf den Boden. Aus und in die Kobra ein. Das machen wir noch einmal. Komm ausatmend wieder hoch, ein, streck dein rechtes Bein, die linke Ferse tief. Die nächste Ausatmung bringt dich in die Planke. Einatmen, den Fuß absetzen. Ausatmen, tief. Ein, in die Kobra. Aus, wieder hoch in den herabschauenden Hund. Linkes Bein, einatmen, strecken. Rechte Ferse tief. Mit der nächsten Ausatmung komm in die Planke.
Setze einatmend den Fuß wieder zurück und ausatmen. Tief, langsam. Ein in die Cobra. Das machst du wunderbar. Mit der nächsten Ausatmung komm wieder hoch. Und jetzt hast du dir eine ganz kurze Pause verdient. In der Stellung des Kindes. Herrlich. Genieße es mal loszulassen. Vielleicht die Arme einfach locker vorne oder hinten abzulegen. Knie weit öffnen und tief in den Bauch ein- und ausatmen. So, dass es bis in den unteren Rücken hineinströmt. Und die Stellung des Kindes, die ist immer für dich da, wenn du das Gefühl hast, eine kurze Pause einlegen zu müssen. Komm einfach wieder mit in den kleinen Flow hinein, wenn es dir wieder passt. Jetzt nimm, falls du Blöcke zur Hand hast, Blöcke einmal näher ran. Leg die Handflächen auf und spür, wie du die Achselhöhlen jetzt ein bisschen tiefer schieben kannst. Auch das tut gut. Immer gut für eine Pause. Beginnen wir wieder. Komm über die Planke langsam nach oben in den herabschauenden Hund. Streck dich noch einmal richtig schön raus. Und hier nochmal vom Anfang. Beugen und strecken der Knie. Kleiner Hund, großer Hund. Du bleibst jetzt mal im kleinen Hund, schaust nach vorne zu deinen Händen. Dort kommen deine Füße jetzt hin, ganz langsam. Lauf nach vorne. Und bleib für ein paar Atemzüge hier in der stehenden Vorwärtsbeuge. Schau, dass die Beine lang bleiben, leicht gebeugt in den Kniekehlen. Und dein Gewicht verlagerst du etwas mehr auf den vorderen Anteil deiner Füße. Hab das Gefühl, dass die Fersen sich vielleicht gleich ein bisschen anheben. Sie tun es aber noch nicht. Schieb die Sitzbeinhöcker nach hinten oben raus. Du darfst auch gerne einmal deine Ellbogen in die Hände nehmen, den Oberkörper einfach mal locker hängen lassen. Die Bandhas sind aktiv. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Sehr gut. Lass den Atem fließen. Lass die Ellbogen wieder los. Mit der nächsten Einatmung rolle erstmal langsam Wirbel für Wirbel auf. Nimm die Arme über die Seite wie Flügel mit, breite dich aus. Komm in den gestreckten Berg, zieh dich noch einmal ganz lang und ausatmen. Komm in die Bergstellung. Schau nochmal, ob deine Füße gut stehen. Hüft schmal geöffnet oder auch ganz geschlossen. Guten, festen Stand und spür deinen Großzehballen, deinen Kleinzehballen und deine Ferse und versuch mit diesen drei Punkten einmal die Matte ein bisschen auseinanderzuschieben. Und dann merkst du die Kraft in deinem Unterkörper, in deinen Beinen. Der Berg ist fest und stabil und genauso fühlst du dich jetzt. Ganz groß, fest und stabil. Die Arme neben dem Körper, die Fingerspitzen zeigen zum Boden. Tadasana. Die Bergstellung. Und hier atmest du ein in den gestreckten Berg. Zieh dich noch einmal lang, wenn du magst. Geh in eine leichte Rückbeuge aus dem oberen Rücken heraus. Lass die Bandhas aktiv. Und wenn du soweit bist, komm ausatmend mit langem, geraden Rücken in die ganze Vorbeuge. Jetzt dürften deine Blöcke auch zur Unterstützung helfen. Ich zeig's einfach mal. Bring mit deiner nächsten Einatmung dein rechtes Bein lang nach hinten in den Sprinter. Du hast die Möglichkeit, hier dein Knie auch erst einmal abzusetzen, dich gut einzurichten. Schau, dass vorne der Fuß vor dem Knie steht und dein Knie über dem Fußgelenk. Du kannst auch noch ein bisschen nach vorne wandern. Und dann heb dein Knie hinten noch einmal an, drück die Ferse aktiv nach hinten weg und dein linkes Knie nach vorne. Sehr gut. Spür die Länge in deinem Rücken. Wenn du merkst, oh, der Boden ist noch zu weit weg,
dann nimm die Blöcke einfach ein bisschen höher, dann kannst du dich mehr aufrichten und dich tiefer in diese Position, in den Sprinter hineinsinken lassen. Du entscheidest, was du brauchst. Und wir haben Zeit mit der Ein- und Ausatmung. Ganz viel Zeit. Atme ein, leg die Blöcke langsam zur Seite weg und mit der Ausatmung komm in den herabschauenden Hund. Atme ein, streck dein rechtes Bein wieder lang nach hinten raus, die linke Ferse drückt tief und mit der Ausatmung komm in die Planke hinein. Atme ein, setz den Fuß wieder ab, atme aus, in die Bauchlage. Ein, in die Kobra hinein. Aus, wieder langsam nach oben in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Atme in den kleinen Hund ein und bring ausatmend deinen rechten Fuß langsam wieder nach vorne zwischen die Hände. Wenn das nicht mit einem Schritt klappt, macht nichts. Dann nimmst du dein Fußgelenk und wanderst einfach schrittweise nach vorne. Da sind die Blöcke wieder, sie helfen dir, unterstützen dich, deine Freunde. Und zieh dich hier nochmal lang raus. Drück die Ferse aktiv nach hinten, dein Knie aktiv nach vorne. Spür die Länge in deinen Beinen, in deiner Wirbelsäule. Jetzt sammle nochmal Kraft mit der Einatmung. Und bring langsam ausatmend deinen linken Fuß mit nach vorne. Und wie ein Vogel im Wind einatmend langsam die Flügel ausbreiten und aufrichten in den gestreckten Berg. Atme aus. Tadasana. Wieder ein. Leichte Rückbeuge, wenn du möchtest. Und aus in die Vorbeuge. Ein, das linke Bein geht lang nach hinten in den Sprinter hinein. Sehr schön. Genieße. Spür die Dehnung im Hüftbeuger. Spür die Aktivität deiner Beine und die Streckung deiner Wirbelsäule. Lass es auf dich wirken. Und lass dir ein paar Atemzüge Zeit. Mit der Einatmung leg die Blöcke zur Seite. Komm ausatmend in den herabschauenden Hund. Atme ein, streck dein linkes Bein, drück die rechte Ferse tief, zieh dich lang und mit der Ausatmung komm in die Planke. Einatmen, Fuß auf den Boden. Aus, gerne auch der Chaturanga. Ein in die Kobra oder in den heraufschauenden Hund. Hier ist die nächste Herausforderung. Nochmal tief einatmen. Über die Ausatmung gerne wieder in den Chaturanga, hoch in den herabschauenden Hund. Wunderbar, das machen wir gleich weiter in der nächsten Runde. Atme ein in den kleinen Hund, Blick nach vorne richten. Da kommt ausatmend dein linker Fuß hin. Und sind sie noch da, die Blöcke? Deine kleinen Helfer, nimm sie zur Hilfe. Schieb dich noch einmal tief in den Sprinter hinein. Spür deine starken Beine. Bleib fest in deinem Fundament. Und zieh dich noch einmal auseinander. Atme ein und bring dann ausatmend den rechten Fuß mit nach vorne. Einatmen, aufrichten. Ausatmen in die Bergstellung. Wunderbar. Nochmal ein. Aus in die Vorbeuge. Ein, das rechte Bein lang nach hinten. Achtung, hier kannst du jetzt, wenn du dich stark und fest fühlst in deiner Mitte und mit deinen Füßen und Beinen fest verwurzelt bist, dich anheben in Anjaney Asana. Die Hände können auch vor die Brust, die können auch hier geöffnet sein. Du hast mehrere Möglichkeiten oder du lässt sie auf den Blöcken. Schau, was dir jetzt gerade gut tut. Und bleib ein paar Atemzüge. Mal tief einatmen, die Arme über hinten nach vorne holen. Und mit der Ausatmung wechselst du in den herabschauenden Hund. Atme ein,
Streck dein rechtes Bein wieder lang nach hinten raus, drück die linke Ferse tief. Mit der Ausatmung wechselst du in die Planke. Ein, den Fuß zurück auf den Boden. Aus, gerne wieder Chaturanga oder Knie und Brust. Ein, Cobra oder heraufschauender Hund. Achtung, die Schultern nach hinten wegziehen. Die Bandas immer aktiv halten. Nochmal tief einatmen. Aus. Komm wieder zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen in den kleinen Hund. Und mit der Ausatmung bring deinen rechten Fuß wieder nach vorne. Und hier drehst du den Sprinter jetzt einatmend zur rechten Seite auf. Drück dein rechtes Knie aktiv nach vorn, die linke Ferse aktiv nach hinten. Jetzt lass den rechten Arm einfach mal ein paar Mal kreisen über hinten nach vorne. Ein, hier nochmal in die Länge, dreh den Sprinter zurück. Mit der Ausatmung bring den linken Fuß wieder nach vorne. Atme ein in die Aufrichtung, in den gestreckten Berg. Und ausatmend wieder in die Bergstellung, Tadasana. Ein. Aus. In die Vorbeuge. Einatmen, das linke Bein zurück in den Sprinter. So, hier darfst du wieder einatmen in Anjaneya Asana. Wähle deine Armposition. Halte die Beine aktiv, dein Knie schiebt vor, die Ferse zurück. Ein paar Atemzüge genießen. Kommen noch ein paar kleine, feine Veränderungen zwischendurch. Noch einmal tief einatmen. Die Arme zurück und atme aus in den herabschauenden Hund. Der ist jetzt schön entspannt, oder? Atme ein, streck dein linkes Bein nach hinten raus, drück die rechte Ferse tief. Atme aus in die Planke. Ein, bring den Fuß zurück und aus. Dein Weg nach unten. Ein in die Kobra oder den heraufschauenden Hund. Und aus. Wieder zurück in den herabschauenden Hund. Komm einatmend in den kleinen Hund. Und aus. Bring den linken Fuß wieder nach vorne. Hier drehst du den Sprinter mit der Einatmung zur linken Seite auf. Schieb dein linkes Knie noch einmal aktiv nach vorne, die rechte Ferse aktiv zurück. Und jetzt lass den linken Arm über hinten nach vorne kreisen. Lass den Kopf auch ruhig mitdrehen. Alles, was dir gut tut, ist erlaubt. Einatmung, schaffe nochmal Länge im Sprinter, zur Not auch nochmal die Blöcke rannehmen und bring ausatmend den rechten Fuß nach vorne. Atme ein, richte dich auf, atme aus, in die Bergstellung. Wieder ein, gestreckter Berg mit leichter Rückbeuge, aus in die ganze Vorbeuge. Einatmen, rechtes Bein lang nach hinten. Erde dich, mach dich fest in den Beinen und Füßen und bring dich einatmend wieder in Anjaneya Asana. Hier darfst du dich jetzt drehen und zwar nach links. Leg die rechte Hand auf deinen linken Oberschenkel und die linke Hand vielleicht auf dein Gesäß, dein Rücken. Gerade da, wo es gut für dich ist. Spür hier die Po-Muskeln arbeiten.
langsam einatmend zurück. Lässt die Arme wieder tief kommen zum Boden. Und ausatmend wechselst du in den herabschauenden Hund. Jetzt bleiben wir ein bisschen hier, bevor wir weiter in unsere Übung hineinfließen. Strecke einatmend dein rechtes Bein. Achte auf beide Schultern, dass sie jetzt auf gleicher Höhe bleiben. Wenn du die rechte Hüfte aufdrehst und den rechten Unterschenkel einmal hängen lässt. Ja. Die rechte Schulter möchte immer aufdrehen. Drück sie ein bisschen tiefer. Atme ein, strecke alles wieder gerade und komm ausatmend in die Planke. Ein, den Fuß zurück, aus, dein Weg nach unten. In die Kobra oder den heraufschauenden Hund atmest du ein. Bleib ein bisschen hier. Geh in die tiefe Bauchatmung. Mit der nächsten Ausatmung langsam wieder nach oben in den herabschauenden Hund. Ja. Atme ein in den kleinen Hund. Aus, bring den rechten Fuß wieder nach vorn zwischen deine Hände und dreh den Sprinter wieder einatmend zur rechten Seite auf. Genieße. Du musst nicht nach vorne oder nach oben schauen. Du kannst auch zum Boden blicken. Das, was deiner Halswirbelsäule gut tut. Lass den Arm jetzt einmal über hinten nach vorne kreisen mit der Einatmung. Und bring ausatmend den linken Fuß mit nach vorne. Atme ein, richte dich auf. Atme aus. Tadasana. Blöcke. Bring einatmend das linke Bein zurück. Genieße es erst einmal, den Sprinter gut einzurichten. Und dann atme in Anjaneyasana ein. Lass dich ausatmend noch einmal tiefer hineinsinken. Und wenn du dich bereit fühlst, dann drehst du jetzt zur rechten Seite. Nach vorne schieben, Ferse zurück, ein bisschen halten und genießen. Sehr gut machst du das. Spür dich dabei. Atme ein, richte dich wieder auf. Mit der Ausatmung wechsle in den herabschauenden Hund. Schieb dein Gesäß noch einmal hoch, die Fersen tief und jetzt öffne einatmend mit dem linken Bein nach hinten. Streck es aus, Hüfte aufdrehen, Unterschenkel locker lassen. Achtung, jetzt die linke Schulter, die möchte sich anheben, drück sie tief und auch die rechte Ferse, schieb sie aktiv zum Boden und drück den Boden von dir weg. Ja, öffne, lass dein Knie nach oben zeigen, wenn es möglich ist. Wenn nicht, der Livestream ist immer für dich da. Du kannst immer wieder üben. Mit der Einatmung streck alles gerade, dreh die Hüfte wieder ein. Komm ausatmend in die Planke. Setz einatmend den Fuß ab und dich ausatmend auf den Boden. In die Kobra. Einatmen und hier bleibst du wieder ein paar Atemzüge. Du darfst jetzt hier verschiedene Sachen mal ausprobieren. Entweder versuchst du mal die Matte ein bisschen mehr nach hinten wegzuziehen mit deinen Handflächen
oder du streckst einfach mal die Arme nach hinten raus. Kannst auch gerne die Hände zusammenfassen, die Schultern mehr nach hinten rollen, drück die Fußrücken in den Boden. Achte darauf, dass der Hals sich nicht nach hinten überstreckt, ich meine der Nacken. Tief ein- und ausatmen. Bring einatmend wieder die Hände neben deinen Brustkorb zurück, stülp die Füße um und schieb dich ausatmend wieder hoch in den herabschauenden Hund. Atme den kleinen Hund ein und bring ausatmend den linken Fuß nach vorne. Den Sprinter darfst du jetzt zur linken Seite aufdrehen. Schieb die Ferse noch einmal aktiv nach hinten und dein Knie nach vorne. Fühlt sich doch jetzt alles schon viel weicher und weiter an, oder? Lass den Arm mit der Einatmung einmal nach hinten und nach vorne kreisen. Streck dich hier und bring ausatmend den rechten Fuß mit nach vorne. Atme ein, richte dich auf. Atme aus, in die Bergstellung. Herrlich, wir haben uns jetzt eine kleine Pause verdient. Was machen wir? Aber ganz entspannt atmen wir noch einmal ein. Aus in die Vorbeuge. Jetzt bringst du nacheinander beide Beine zurück in die Planke und kommst in die Stellung des Kindes. Herrlich. Beweg dich auch hier ruhig noch mal ein bisschen durch. Oder genieße es einfach nur zu liegen in dieser Position und tief zu atmen. So, unsere kleine Sonnengruß-Variation. Es war ja nicht der klassische Sonnengruß. Den haben wir jetzt beendet. Du richtest dich mit der nächsten Einatmung auf. Holst ganz langsam die Beine nach vorne in die Streckung. So, jetzt kommt der kleine Gurt zum Einsatz oder der Bademantelgürtel, je nachdem, oder ein Handtuch, falls du es zur Hand hast. Ich zeige es einfach nur, es dient nur zur Hilfe. Und du legst das, was du jetzt zur Hilfe hast, um deine Fußballen. Weil mit den Fußballen kannst du besser drücken als mit dem Fußgewölbe. Wir kommen erst einmal in den Stocksitz, Dandasana. Du darfst ruhig nochmal die Sitzbeinhöcker freilegen, um sie intensiver zu spüren. Ja, mir ist auch warm. Aber die Wärme, die ist auch draußen. Die Sonne ruft schon. Gut, dann nimm den Gurt, stramm. Und zieh dich hier schön in die Aufrichtung. Wenn du merkst, du kannst nicht gerade sitzen, dann helfen dir zum Beispiel zwei Blöcke. Ich zeige das einmal kurz. Kannst du dich auch draufsetzen? Bringt das dein Becken in eine andere Stellung? Du kannst vielleicht die Beine besser ausstrecken. Oder ein kleines Kissen, was du dir unterlegst. So, dann genießt du schon mal den Stocksitz. Ich komme nochmal zurück, dass wir zusammen hier sitzen können. Und versuche einmal die Ellbogen mehr an deinen Körper heranzuziehen und auch die Aktivität im oberen Rücken zu spüren. Ja? Aufrichten. Schlüsselbeine wieder lächeln lassen. Wirbelsäule strecken. Bandas aktivieren, die helfen dir noch ein bisschen mehr bei der Aufrichtung. Und dann schließ ruhig mal für einen Moment die Augen. Und spür dich in deinem Stocksitz. Spür, wie die Großzehballen vielleicht in deinen Gurt, in dein Handtuch drücken, wie die Arme kräftig ziehen, die Schulterblätter zur Wirbelsäule ziehen und du spürst die ganze Kraft in dir und die Länge. Und wenn du die Großzehballen wegschiebst und deine Kniescheiben
zu den Oberschenkeln arbeiten und ziehen lässt, dann öffnen sich auch deine Kniekehlen ein bisschen mehr. Schieb auch die Fersen aktiv von dir weg. Diese Länge im Rücken versuchst du jetzt gleich zu halten, wenn du in die Vorwärtsbeuge im Sitzen kommst. Dafür darfst du hier kleiner greifen. Nochmal aufrichten und in eine leichte Vorbeuge kommen. Du musst gar nicht den Oberkörper ablegen. Hast du keinen Gurt zur Hand? Schau einfach, wo du deine Hände gut hinbekommst, um aufrecht zu bleiben, und halt dich einfach an deinen Beinen fest. Heb dein Herz nach vorne an. Da bleiben wir noch ein paar Atemzüge. Dass man nicht nur die körperliche Wirkung spürt, sondern auch die energetische Wirkung. Atme noch vier tiefe Atemzüge in deiner sitzenden Vorwärtsbeuge. Mit jedem Atemzug schaust du nochmal, ob du vielleicht irgendetwas für dich verstärken möchtest oder ob es jetzt so gut ist, dass du einfach nur genießen möchtest. Letzter tiefer Atemzug. Dann komm wieder in die Streckung zurück. Leg alles zur Seite, was du jetzt im Moment nicht mehr brauchst. Und stütze dich hinten, hinter deinem Rücken ab. Du kannst den Hebel deiner Beine lang lassen für die schiefe Ebene oder die Füße aufstellen und den umgekehrten Tisch gleich praktizieren. Deine Entscheidung. Herausforderung oder etwas entspannter angehen lassen. Du entscheidest. Atme tief ein. Und mit der Ausatmung heb dich an, heb die Hüften weit nach oben, roll die Schultern nach hinten, streck die Füße lang aus, heb die Hüften an, spür die Kraft in deiner Mitte, denn die Bandhas arbeiten, die sind aktiv. Ein- und ausatmen. Und mit der nächsten Ausatmung löst du wieder. Wir kommen nochmal in eine entspannte Vorbeuge. Dafür darfst du die Beine beugen und dich einmal fest umarmen, Bauch und Oberschenkel zusammenbringen. Jetzt gehst du nur so weit mit den Beinen nach vorne, dass Bauch und Oberschenkel Kontakt halten. Dann löst du die Arme und lässt sie einfach ganz locker nach vorne hängen, genauso wie den Oberkörper. Roll langsam auf, streck die Beine wieder aus. Sehr gut. Jetzt überkreuzt du mit deinem rechten Bein dein linkes Bein, setz die Fußsohle auf, breite dich auf den Drehsitz vor, nimm den linken Arm, umarm damit dein rechtes Bein. Es hilft dir hier, dich wieder aufzurichten, Sitzbeinhöcker zu spüren. Einatmen, führ den rechten Arm lang nach oben, zieh dich nochmal raus und dann dreh ausatmen nach rechts in den Drehsitz. Die Augen sanft geschlossen, geht auch bei den geschlossenen Augen dein Blick Richtung Horizont. Und atme tief in deinen Bauch hinein, sodass er sich nach außen hin wölbt, und schenke deinen Bauchorganen dadurch eine sanfte Massage. Und du kannst dich einatmend immer wieder lang nach oben strecken, mit der Ausatmung vielleicht nochmal die Aktivität
deiner Bandas spüren oder tiefer in die Drehung hineingehen oder einfach nur genießen. Spür dich in deiner ganzen Flexibilität. Mit der nächsten Einatmung bringst du den rechten Arm wieder lang nach oben, drehst mit der Ausatmung über die Mitte einmal in die Gegenbewegung. Und lässt hier nochmal locker. Auch in der Mitte noch einmal alles auslockern. Sitzbeinhöcker wieder freilegen. Und dann überkreuzt du mit dem linken Bein das rechte Bein. Fußsohle aufsetzen. Der rechte Arm greift um das linke Bein. Zieh dich ein wenig näher ran. Atme ein in die Länge, in die Streckung nach oben. Und dreh ausatmend nach links. Schließ ruhig wieder die Augen und bring die Aufmerksamkeit zu deiner tiefen Bauchatmung. Schenk deinen Bauchorganen erneut eine sanfte Massage. Spür dich immer wieder einatmend in deiner ganzen Länge und ausatmend in deiner ganzen Flexibilität. Und der Drehsitz bereitet dich schon einmal auf die Entspannung vor. Das heißt, anstrengende Sachen kommen jetzt nicht mehr. Es wird nur noch ruhiger. Nach oben. Dreh über die Mitte ausatmend in die Gegenbewegung. Und dann komm zur Mitte zurück, lockere die Beine noch einmal ein bisschen aus. Stell beide Füße auf den Boden. Roll ganz langsam Wirbel für Wirbel ab in die Rückenlage. Hier darfst du noch einmal die Beine und Füße hüpft bis mattenbreit ruhig öffnen. Ach, mach ruhig mattenbreit, ist viel angenehmer. Und geh jetzt ausatmend mit den Knien zur linken Seite und dreh den Kopf entgegengesetzt zur rechten Seite. Rechte Knie schiebt ein wenig zum Boden, die Hüfte etwas zur Decke. Tief ein- und ausatmen. Atme ein, kehre zur Mitte zurück. Atme aus. Wechsle die Seite. Knie nach rechts, Kopf dreht nach links. Dein linkes Knie schiebt ein wenig Richtung Boden und die Hüfte etwas zur Decke. Thank you.
Atme zur Mitte hin ein und wechsle einmal, indem du die Beine nacheinander zu dir heranziehst, in die Happy Baby Pose oder das glückliche Kind. Hier schiebst du mit den Armen die Beine auseinander. Du musst nicht unbedingt an die Füße greifen, was natürlich auch möglich ist. Zieh die Knie Richtung Boden, zieh die Beine weit auf, lass die Fußsohlen Richtung Decke zeigen. Du darfst auch ein bisschen hin und her schaukeln. Tiefe Atemzüge halten. Dann bring die Beine tief. Komm in den liegenden Schmetterling. Bring die Fußsohlen noch einmal zusammen. Lass die Knie locker nach außen fallen. Wenn du magst, leg die Hände auf deine Oberschenkel oder neben deinen Körper. Du kannst auch leicht mit den Knien nach unten federn. Schau, was dir gut tut. Schließ die Augen. Genieße. Und streck dann langsam nacheinander die Beine lang nach vorne aus, Hüft bis mattenbreit geöffnet. Für Shavasana, die Entspannung zum Schluss. Du hast jetzt noch Zeit, dich gut einzurichten, dich vielleicht zuzudecken, dir was Warmes anzuziehen. Sorge gut für dich. Und dann breite dich aus. Die Arme streckst du weit vom Körper weg, sodass deine Achselhöhlen frei liegen, die Handflächen vielleicht leicht entspannt zur Decke schauen und die Finger leicht eingerollt sind. Die Füße und die Zehen fallen locker nach außen. Und dann spür dich einmal ganz entspannt von unten nach oben durch. Spür die Fersen auf dem Boden. Nimm beide Waden auf deiner Unterlage wahr. Spür die Oberschenkel, Rückseiten und die Gesäßhälften auf deiner Matte. Und dann nimm die Auflagefläche deines Rückens wahr. Spür, wie die Schultern, die Schulterblätter zum Boden fließen. Dadurch werden auch die Oberarme, die Unterarme und die Handrücken weicher und fließen zum Boden. Sorge dafür, dass dein Nacken sich leicht und frei anfühlt und dein Hinterkopf gut gelagert ist. Und dann spür zu deinem Gesicht hin. Lass die Stirn zu den Augenbrauen hinfließen und spüre, wie dadurch die Schläfen weich werden. Die Augäpfel tiefer in die Augenhöhlen sinken. Lass die Wangen zum Kinn fließen. Und lass die Zunge noch einmal ganz locker im Mund. Löse ruhig beide Zahnreihen voneinander. Und wenn du magst, dann lass die Lippen leicht geöffnet.
Für die Entspannung im Ober- und Unterkiefer. Jetzt bring die Aufmerksamkeit noch einmal zu allen Kontaktpunkten deiner Körperrückseite. Und lasse über diese Punkte noch einmal alles los. Gib alles an den Boden ab. Lasse dich tragen. Fühle dich getragen. Und nimm wahr, wie tief, ruhig und gleichmäßig dein Atem ein- und ausströmt. Genieße diese Weite und Leichtigkeit beim Einatmen. Und spüre auch, wie du entspannen und loslassen kannst beim Ausatmen. Du bist jetzt völlig entspannt. Du fühlst dich wohl in deiner Haut. Zart aktivierst du jetzt wieder sanft deine beiden Bandas. Mit jeder Ausatmung ganz leicht. Eine kleine erste Bewegung. Und dann lässt du diese Energie nach außen kommen. Bewegst die Finger, die Zehen. Dann etwas mehr die Hände, die Füße, vielleicht auch die jeweiligen Gelenke dazu. Und jetzt schau, welche Bewegungen dir gut tun, welche dir helfen, wacher zu werden. Vielleicht ziehst du erst einmal ganz entspannt ein Bein zu dir herangebeugt. Löst es wieder und dann das andere. Stellst die Füße auf, kannst dein Becken noch einmal ein wenig bewegen, auf und ab. Oder mach dich ganz klein wie ein Päckchen, schaukle. Schau, was dir gut tut. Kannst auch Arme und Beine einfach mal nach oben ausstrecken, ausschütteln. Und stell dich langsam wieder darauf ein, zum Sitzen zu kommen. Vielleicht schaffst du es heute, einfach mal mit geschlossenen Augen zum Sitzen zu kommen. Und dann nimm noch einmal deinen festen, aufrechten Sitz ein. Spür dich über die Sitzbeinhöcker, richte dich auf, bring die Hände in die Gebetshaltung vor dein Herz und schenke dir dein schönstes Lächeln. Sag dir Danke. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für die Yoga-Praxis. Dann öffne die Augen
Danke für euer schönstes Lächeln. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen sonnigen Tag. Namaste.